Hallo und willkommen zurück zu Craft the World. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir werden gerade von ein paar Untoten angegriffen, aber irgendwie scheinen wir das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Und offensichtlich müssen wir das Ganze auch gar nicht. Uha! Sieht so aus, als ob wir da unfreundliches Getier freigelegt hätten. Was gibt's denn eine neue Aufgabe? Sammle Kohle. Okay, das können wir erledigen. Töte 10 Skelette. Das machen wir nebenher. Das. Hier gehen wir in den sandigen Bereich offensichtlich. 4 erledigt. Sehr gut. Dann erweitern wir auf jeden Fall hier noch mit den Leitern. Damit unsere Zwerge nicht so häufig auf die Schnauze fallen. Oh. Niedliche kleine Höhle. Nicht unpraktisch gedacht. Hier haben wir nämlich auch noch einiges an Eisen. Erstmal nur bis dahin. Und hier ersetzen wir einfach erstmal das Eisen durch Erde. Dann schauen wir einfach mal. Hier können wir uns noch ein bisschen Kohle holen. Das Vieh ignorieren wir jetzt erstmal. Wir brauchen ein neues Blätterbett. Wir brauchen so vieles. Was haben wir alles? Sand, Fackeln, Ausrüstung. Wir brauchen erstmal ein neues Bett. Holz haben wir momentan reichlich. Bauen wir direkt ein zweites Bett, wenn wir es schon haben. Einmal hin, einmal passt da nicht mehr. Passt da auch nicht mehr. Gut, wir haben es auf jeden Fall in Reserve. Setz mal jemand hier eine Fackel hin. Dann erinnern wir uns auch, dass wir da mal hin wollten. Das ist aber unschön. Vermöbelt sie. Schauen wir mal. Mehr Seile haben wir momentan nicht. Können wir also nicht mehr Holzrüstung bauen, leider. So, alle Mann rüber. Vermöbelt den Goblin-Häuptling. Und sein Lager. Naja, wenn wir hier schon direkt den Shop haben, können hier so ziemlich alles kaufen, so wie es aussieht. Wenn wir nur das Geld dafür haben. Ah!
Schön, den haben wir schon mal erledigt. Komm, reiß das Lager nieder. Noch 34 Minuten bis zum nächsten Angriff. Das heißt, das werden wir in dieser Folge auch nicht erledigt kriegen. Ja, der schläft sich ein bisschen aus, weil er verletzt ist. Wie sieht es mit unseren Technologien aus? Eisenarbeiten müssen wir noch mehr erledigen, damit wir endlich Türen bekommen und Holzmauern, damit wir uns ein bisschen einmauern können. Dann Holztruhe. Zeigt er noch nicht an. Rucksäcke, ja, Seile, Holzrüstungen. Topf, Leder haben wir. Okay, wir könnten drei Rucksäcke oder noch ein paar mehr Rüstungen bauen. Rüstungen haben den Vorteil, dass unsere Zwerge etwas länger im Kampf durchhalten. Dachte ich mir. Gut. Jetzt haben wir die. Und das heißt, wir können jetzt grundlegende Bewaffnung herstellen. Pfeile, Holzbogen, Hornzauber, Handschuh des Bogenschützen. Interesse. Ah, nee, okay, dafür brauchen wir fortgeschrittene Eisenarbeiten. Okay. Als allererstes Schwimmer, okay. Ich weiß nicht, ob wir damit was anfangen können. Aber wir haben einen Schwimmer. Er ist Krieger, Müller, Kletterer. Haben die das von selber? Ich glaube nicht. Okay, auf jeden Fall haben wir sie jetzt alle ausgerüstet. Dann noch ein Schloss und dann machen wir uns noch ein paar Nägel. Dann haben wir nämlich das erfüllt. Blätterdach, Holzmauer, Holztür. Das sollten wir relativ schnell zustande kriegen. Und noch ein neuer Zwerg und ein Levelaufstieg. Und in kleinen Bionen. Okay. Verbessere das Portal mit geeigneten Rezepten. Holz erstmal. Was ist das? Mithrilerz. Klingt schick. Zwei Türen brauchen wir auf jeden Fall. Dann Blätterdach erfordert zwei Blätter, ein Holz. Bauen wir uns auch ein paar. Und Holzmauer erfordert hauptsächlich Holz. Und schon haben wir die nächste Technologiestufe erreicht. Fortgeschrittene Eisenarbeiten. Schmiede, Spitzhacke, verbessertes Portal. Aha, Steigeisen, Schmiedeschürze. Nicht uninteressant, nicht uninteressant. Eisenaxt. Ah, okay. Hat sich erstmal erledigt. Müssen wir eine Schmiede für bauen. Macht aber auch durchaus Sinn. Für eine Schmiede brauchen wir Wasser. Können wir das? Lasst mich raten, zum Wasser sammeln müssen wir noch irgendwas bauen. Gucken wir doch einfach mal unter Eimer. Mhm.
Also grundlegende Ausstattung. Entferne Leiter, entferne Holzluke. Dann, ne, warte, die Holzluke können wir lassen. Wir setzen hier einfach die neue Holzluke hin. Wir haben ja noch eine in Reserve. Gut. Dann brauchen wir, warten was, einen Holztisch. Okay, das ist nicht so kompliziert. So, jetzt können wir Eimer, Handsäge, Bretter, Werkbank. Okay. Eimer benötigt. Okay, wir werden also mit Sicherheit eine Werkbank für Bretter brauchen. Okay, eine Werkbank können wir uns schon mal bauen. Das ist doch schon mal was. Und was für ein glücklicher Zufall, wir haben schon einen Tisch. Ich hätte gerne übrigens noch einen Tisch. Weil ich glaube, wir können den Tisch benutzen, um Nahrungsmittel darauf zu legen. Leg mal einer eine Fackel hier runter. Das Vieh bitte erschlagen. Eine Werkbank kann nicht gebaut werden. Dann arbeitet eine Nummer schneller. Hier könnte noch eine Fackel hin. Was haben wir denn hier? Buch des Fischers. Okay, nicht unpraktisch. Gut, dann reißt hier eben auch noch ein bisschen die Wände ein. Das passt schon. Wir brauchen auf jeden Fall momentan zusätzlichen Schlafplatz, sonst werden die Zwerge wahrscheinlich irgendwann unglücklich werden. So, hier haben wir schon mal ein Bett. Was auch immer das sein mag. Eisenerz einmal ersetzen. Hier müssten wir uns auch irgendwann mal runterarbeiten. So, die Werkbank ist fertig. Bretter. Machen wir ruhig ein paar mehr. Es gibt hier eine Handsäge. Einmal brauchen wir Bretter. Sollten rein sicherheitshalber vielleicht noch ein, zwei, drei Keulen bauen. Dafür brauchen wir Kohle und Eier. Eier haben wir. Kohle haben wir auch. Müssen wir bauen? Küche. Ah ja, Lagerfeuer zum Kochen brauchen wir einen Kochtopf für. Brauchen wir wieder Eisenerz für? Ich glaube, ihr seht, worauf das hinauslaufen wird. Okay, hier müssten wir eventuell runtergraben. Die müssten wir dann beide fertig machen.
Finde Eisenerz, haben wir erledigt, ja. Okay, noch ein Zwerg. Okay, jetzt hat jeder wenigstens eine Waffe in der Hand, auch wenn nicht jeder bisher ganz gut ausgerüstet ist. Gut, dafür müssen wir erstmal noch auf Bretter warten und die werden gerade gezimmert. Bauen wir uns ruhig ein Langzeitportal da unten, dann brauchen die Zwerge nicht so lange. Dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen langsam gebaut kriegen. Verbessertes Portal. Kann Portal zu Biom und Mehrspielerspielen öffnen. Okay, das ist neu. Okay. Stellt mal eine Fackel hier auf und eine Fackel hier. Dann werden wir erstmal weitersehen. Ah, sehr vernünftig. Sie fangen erstmal mit Rückwänden an. Ja, es werden mehr Feinde jede Nacht, aber das ist eigentlich sogar ein bisschen logisch. Was haben wir? Nadelkristall. Aber gut, wenigstens kriegen wir jetzt langsam so die ersten Verteidigungsanlagen hin. Mauern. Wie wäre es, wenn ihr euch erstmal um den kümmert? Mann, ist eh fast Tag. So, aber er ist hinüber. Das Dingen kann weg. Mal sehen, haben wir inzwischen Bretter? Ja, haben wir. Sehr gut. Nägel haben wir auch, dann können wir uns Eimer bauen. Okay, Felle 30 Bäume haben wir erfüllt, ist auch schön. Guck mal, ja, können wir umdrehen die Tür, das ist sehr gut. So, wir hatten den Tisch, dann können wir jetzt, wenn ich mich da recht entsinne, einfach ein paar, genau.
Und dann verstärken wir auch direkt mal ein bisschen die Mauern. Bis hier runter ist auch nicht mehr so weit. Eisenerz ersetzen. Die Richtung können wir, soweit ich sehen kann, gut weiterarbeiten. Gut. Gibt es hier irgendwo eine Ecke, wo wir schön viele Bäume herholen können? Ja. Okay, Aufgabe erfüllt, sammle Kohle. Machen wir ruhig noch einen dritten und nehmen die noch mit dazu. So. Das dürfte Wasser sammeln sein. Stellt man sich vor, ein Eber wehrt sich. Es wird aber nicht lange vorhalten. Während ihr daran... Oh, wir haben noch drei Leitern, das ist gut. So. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Glücklicherweise können wir mal davon ausgehen, dass es so ziemlich von alleine wachsen wird. Tut es ja die meiste Zeit. So, wie sieht's hier hinten aus? Den erlegen wir auch mal direkt. Die Portalzauber sind natürlich eine ganz feine Sache. Mal sehen, Wasser haben wir, sehr gut. Dann können wir jetzt auch, wo ist es? Hier, eine Schmiede bauen. Wasser, Stein, Stein, Eisenerz und einmal Kohle baut uns eine Schmiede. Setzen wir einmal hier hin. Und dann... entferne Blätterbett. Das bauen wir dann einfach hier oben hin. Beziehungsweise wir bauen uns direkt schon mal ein weiteres. Hier rein. Können wir das... Nee, doch, das entfernen wir auf jeden Fall. Entferne die Fackel. Hängen wir nämlich hier Fackeln auf. Na, ich weiß nicht, ob das da passt. Sehr schön. Dann... brauchen wir mehr Holz. Wer hätte das gedacht? Das wäre auch nicht schlecht. Wie sieht es hier drüben aus? Sehr gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Werkzeuge. Aber erstmal brauchen wir die Schmiede, damit wir überhaupt... So, dahin. Levelaufstieg, sehr schön. Können wir hier? Ja, da können wir eine Fackel hinbauen, das ist sehr gut. Gut, die schaffen noch mehr Holz ran.
Wir hatten doch noch, hatten wir nicht noch? Ja, wir hatten noch eine Luke. Sehr genau. So. Sehr schön. Können wir auch direkt wieder ein paar bauen. Sehr schön, es wird doch langsam. So, dieses Wasser sammeln können wir uns erstmal, glaube ich, sparen. Ja, doch, greift das Vieh ruhig an. Halb so tragisch, würde ich jetzt mal sagen. Das Ding können wir noch einmal verlängern, damit hier nicht irgendeiner einmal halb über die Karte rennen muss. Sehr schön, haben wir sogar gleichmäßig Fackeln in der Wohnung. Es wird doch langsam. So, noch 19 Minuten. Bau auf. Fertig. Gut, damit wäre die 10-Skelette-Aufgabe erledigt. Du, Oger, hör mal. Das ist schlecht fürs Geschäft, ne? Da scheint es sich nicht so sehr drum zu scheren, aber. Sei es drum. Was haben wir Neues dazu bekommen? Einen rostigen Helm haben wir gefunden. Und Holzrüstung haben wir die als Belohnung bekommen? Kann durchaus sein. Sieht klasse aus. Finger weg von unserem Zeug. Die sind nicht wirklich weitergekommen. Noch nicht. Aber warten wir es erstmal ab. Was wir aber machen können, wir können Eisenwerkzeuge herstellen. Allerdings haben wir nicht mehr allzu viel Eisen. Ich würde sagen.
Nein, davon brauchen wir. Okay, da muss sich jetzt nämlich erstmal einer drum kümmern. Das wird natürlich eine ganze Zeit lang dauern. Oh, und die Zeit ist wieder rum. Aber die Sache ist auch schon wieder erledigt. In jedem Fall, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Schön, dass wir schon mal den groben Aufbau fertig haben. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet natürlich auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.